Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Und hier liegt Machiavelli Tedon. Hallo? Möchtest du nicht wiederbelebt werden? Ich kann einen Sanitäter holen. Auch von eurem Reich kann ich gerne holen. Na gut, dann gehe ich weg. So, wir müssen noch ein bisschen regenerieren. Ich bin gerade am Kloppen gewesen. Also vorher gekloppt, jetzt bin ich erst 2 Minuten hier drin und möchte noch aufnehmen, weil heute hatte ich mal ausgeschlafen, darum kommt der Part, Regnum-Part, leider auch ein bisschen später heute, weil ich immer noch extrem müde war vom Europa-Park und ja, das muss ich natürlich irgendwie kompensiert haben können müssen. Und jetzt bin ich wieder fit, jetzt habe ich ausgeschlafen und jetzt können wir weitermachen. Ja. Gucken wir mal. Keine Edelsteine für Alisios. Die anderen. Oh. Syrten haben jetzt recht viele. Die Syrten wieder extrem oft on, zum die Steine holen. Hm. Summerford. Schinken. Schinken heißt er. So, wir sind aufgefrischt. Wir gehen mal zum Summerford, haben wir wahrscheinlich aber auch keine Chance dort. Wie immer. Dann bin ich auch so motiviert, momentan Reichsschlachten machen zu müssen. Und verschiebe das lieber auf später, wenn wir richtig cool diese Forts einnehmen können. Bisschen Magieresistenz holen. Und dann haben auch die Stunts keine Chance. Ja, aber gerne möchte ich es natürlich mit euch machen, aber dafür müsst ihr auch Bock haben. Zusammen macht es natürlich viel mehr Spaß. Eben, wie gesagt, ich bin ja eher der Einzelspieler und ich lasse mir die Leute mit, also ja, anschließen. Also die Leute, die meine Fans sind oder so, die dürfen gerne auf mich zukommen und nicht ich auf sie. Oder sie dürfen gerne schreiben, ja komm, triff mich mit mir mal auf Skype oder bei Steam oder so und machen wir dann einen Termin ab, dann mache ich es gerne. Aber eben, ich komme nicht auf Leute zu. Ich will jetzt nicht die Leute alle anbetteln und ja, dass sie meinen, ja, ich sei der Oberbettler, der unbedingt Abonnenten braucht und unbedingt Likes haben will, Fans haben will. Nein, bin ich nicht. Ich bin eigentlich das komplette Gegenteil. Ich bin sehr genügsam sozusagen. Und darum lasse ich eher die Spiele auf mich zukommen, aber mache es gern dann, wenn jemand wirklich will. Mache ich gerne mit ihm eine Aufnahme 2. Der Little ist auch wieder hier. Vielleicht will er ja mit mir jetzt gerade kurz, wenn er mich sieht. Aber ich denke eher nicht. Wo seid ihr denn? Bei Flüff haben wir immer geschrieben W-S-I. Wo seid ihr? Haben wir immer geschrieben. Hier verstehen es wahrscheinlich die Leute nicht. Bei Rappels auch. Bei Metin 2 weiß ich es gar nicht mehr, aber wahrscheinlich auch. Damit wir uns einfach kurz treffen können. Banshee, Tyrion, Firewalks, da kann man nicht anvisieren natürlich, Lightning Phoenix, sind immer die Treuen, also sind immer eigentlich die on, die das Spiel so richtig mögen, als auch spielen wollen, oder? Manche kommen dann sehr selten und manche überhaupt nicht mehr, weil das Spiel halt langsam schon ein bisschen öde wird von der, ja, weil es schon alt ist, das Game ist schon jetzt 8 Jahre alt, fast 9 Jahre alt und das ist eine lange Zeit und die Spieler sind natürlich nicht mehr so motiviert, auch einzusteigen oder neu einzusteigen und so weiter. Und deshalb ist momentan auch in Ignis gerade nichts los, dafür in Alsus und Syrtis. Hm, niemand mehr hier.
Was? Hanna, heil mal. Okay. Aber das schaffe ich doch nicht alleine mit ihr. Sie ein Beschi wenigstens. Deine Freunde sind Stofftier. Wir werden fehlen. Das weiß ich ganz genau. Komm. Komm. Ja, ja, die sollen ruhig mal Ignis angreifen. Wir machen das Support jetzt auf. Ich bin noch sehr schwach, das sieht man. Wie viel ist sie? Anspruchsvoll. Okay. Oh Mann. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Das ist auch eine stärkere Wache als die andere. So. Und das Tor geht auf. Kann ich das? Kann ich das aufmachen? Ja, nein. Okay. Sind nur die Wächter oben. Wir lassen einfach das Tor im Stich und machen hier das Wort. Ah, praktisch. Oh nein, ich laufe jetzt nicht zum Port. Zum Tor. So. Ganz langsam geht's. Es geht ganz langsam. Aber wisst ihr, wir haben keine Chance am Tor und mit drei Leuten, die Level 52 bis 55 sind, naja, bringt es auch nicht, dorthin zu gehen, weil wir sind sowieso durchbrochen und ja. So. Lieber Vorteil nehmen. Es ist niemand hier. Ah, toll. Wir sind so reichsloyal. Wir unterstützen das Reich größtmöglich und ja. Heute wieder ein bisschen eher Getrolle. Oh. Und haben sie es eingenommen, das Tor? Wahrscheinlich schon bald eingenommen. Aber hey, die am Band machen auch nichts. Das ist Sonny. Töten. Der ist einfach AFK. Schön, danke schön. Wie hieß er? Sonny Benz. Merke ich mir. Dankeschön fürs AFK sein. Aber leider müssen wir hier durch. Schade, die andere ist auch wieder weg. Ja, kann sie einnehmen? Sie kann wahrscheinlich auch noch nicht einnehmen. Ne? So. Den habe ich noch gekillt. So. Gut, dann gehen wir nach oben. Ich komme ja. Heil mal. Ja, wir sind zu wenig, müssen wir drei sein. Ich greife den mal. So. Gut, es geht einfach einige Zeit und das mag ich nie warten. Lieber noch ein bisschen mitkloppen da, wenn die schon angreifen. So. Okay. Dann gehen wir mal zur Mauer. Ja, da. Aufs Pferd. Komm. Gut. Ja, der ist immer noch AFK.
Tschüss, Sonny Benz. Hat Spaß gemacht, dich zu töten. Ah, Leute. Ich finde es immer wieder cool, dass manche AFK gehen, weil sie einfach keinen Bock haben oder irgendwas zu tun müssen. Da haben jetzt irgendwo, wo sie scheinen in Sicherheit zu sein und dann plötzlich sind sie tot. Ja, ich bin manchmal auch AFK, weil ich gerade im Internet Kommentar beantworte oder so bei YouTube oder im Forum und dann manchmal tot, wenn ich wieder home komme, aber ja, ich mache es eigentlich nicht mehr oft. Nicht, weil ich Angst habe zu sterben oder so, sondern weil ich einfach den Zöten und den Eisen das nicht gönnen will. Ich will die Krips nicht abgeben. Mal kurz schauen, wie viele wir haben. 693, immer noch. Wir hängen so ein bisschen fest. Dann könnten wir eigentlich mal die War Master Coins ausgeben. Naja, da ist niemand. Wir gehen hier rein und kämpfen mit ums Tor. Die Arschsüden. Da ist er einmal. Komm. So. Gut. Wie weit sind sie? Okay, sie müssen irgendwo hier drin sein, weil es schon erobert ist. Ich frage mich wo. Ich bleib lieber mal bei der Heilerin. Und schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Boah, sieht der hässlich aus, der Drache. Ist der richtig sürtenfeindlich momentan. Tut mir leid für die Sürden, die sich für Sürden gewählt haben. Oh, schaut mal, der Hotdog ist auch hier. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und wo sind die anderen? Kalion ist hier. Der will einfach nur angreifen. Lol. Der hat zu viel Angst. Ja. Greifen sich nicht an. Was ist der? Anspruchsvoll. Ja, ich benutze auch mal Geschwindigkeit. Da kommen ganz viele. Wir sind tot. Ja, wir können fliehen. So. Toll. Kommt, stunt mich doch mal. Ihr seid Feiglinge. So. Ja, einer verfolgt mich noch. Psst, Meteor, 333 Schaden. Schlimm. Wir sind so die besten Flieher. Wir sind die größten Angsthasen. Ah, seid ihr schwach, Sürden. Ihr habt doch nichts auf den Beinen. Wir haben sie so mega provoziert, indem wir dort zum Tor gegangen sind. So. Ja, ja. Ein Barbar natürlich. Der irgendwie schneller sich macht. Ja. Ja, ja. Komm, wir gehen hier zur Schlucht. Wir gehen zur Schlucht. Wir provozieren sie ganz. So, die kann ich auch einsetzen. Die 10 auch wieder. Er kommt immer noch. Er reitet nach. Soll er doch nachreiten. Wir reiten jetzt auch. So. Oh mein Gott. Das ist so cool. Galion, du hast eine Auszeichnung bekommen als bester Jäger. Tschüss. Er hat applaudiert. Ja, er sieht doch, dass ich unterlevelig bin. Soll er mich in Ruhe lassen, dieser Feigling? Ah Gott. Komm, wir schauen mal, wer hier. Die Jäger sind meistens hier in der Stadt, Hauptstadt. Wir manchmal auch Monte... Wie heißt es? Mondzucken, ja, genau. Nehmen die immer Ding ein. Mal schauen. Vielleicht haben wir eine Chance. Ich find's gut, der klatscht noch. Vielen Dank fürs Lichttreffen. Ah, ich habe nichts mit Bewegungsgeschwindigkeit außer den Sprint.
Und vielleicht noch ein bisschen das, wenn das auch auf mich wirkt. Nein, das wirkt wahrscheinlich nur auf die Spieler ringsum von Negan. Aber vielleicht habe ich es doch durch diesen Ding geschafft. Eventuell. Aber es ist richtig lustig gewesen. Danke für den... danke für das Jagen von mir. Ich hatte richtig Spaß gehabt zu fliehen. Und freue mich auf die nächste... das nächste Abhauzeug. So, hier ist aber kein... Haben die Sirten wieder verloren? Oder wo sind sie jetzt? Kann sein, dass die wirklich jetzt wieder verloren haben. Hier ist auch noch ein neuer Quest. Okay. Durch die Versklavung im Exil, ja. Und das muss ich jetzt machen, die quasselt und quasselt. Ah, das ist die mit den 15 Magnetbahnen. Und der ist mit den 10, oder? Was? 15 von den Dalos sammeln? Ah, das ist eben die Quest zum Bar machen und die andere ist dort bei der Schmiede, genau. Boah, schon lange nicht mehr hier gewesen. So. Ja, die Quests interessieren mich nicht, da muss ich nicht alle auswendig können. So. Hier drin ist der mit den 10 Bahnen, glaube ich. Ja, 10 Bahnen bringen für eine Waffe, die nur Level 55 ist. Nichts bringt. Na gut. Vielleicht als Kindern, ja. Aber, ich hole mir lieber Waffen, die ich finden kann, sondern herstellen kann. Das demotiviert mich ein bisschen, wenn ich immer Sachen erhandeln muss und kommen muss von Quests und so. So, haben wir schon gemacht letztes Mal. Ich möchte noch kurz schauen. Irgendwo ist eines mit... Da, beseitigt positive Kräfte. Würde ich aber eben nie einsetzen, irgendwie. Außer mit Donnerschlag ersetzen. Aber Donnerschlag ist schon gut mit dem AOEs dann. Ich weiß es nicht. Momentan habe ich einfach so das Gefühl, ich verliere das meiste wieder in Regnum. Das meiste Wissen, weil es mir einfach am Arsch vorbeigeht. Weil Regnum halt so langsam am anfängt zu stinken. Tut mir leid, dass ich so sage, aber was die jetzt angekündigt haben. Sie haben Amulette angekündigt, dass man noch mehr Geld ausgibt. Dann haben sie angekündigt, dass es jetzt Sachen gibt mit Gold, nicht nur mit Warm Master Coins. Dann haben sie, glaube ich, das Reittier mit dem Warm Master Coins, also diesen dieses Pferd, das so dunkelrot ist, Warmaster, Kriegsross oder so, haben sie ein bisschen günstiger gemacht. Und sonst eigentlich fast nichts. Was ist denn noch wichtig? Bugfixes haben sie keine angekündigt, glaube ich. Balancing-Sachen auch nicht. Ich muss es noch schauen. Im nächsten Part sage ich es dann, was genau so verändert wurde. Und ja. Also gehen wir zurück zur Mauer. Es hat immer noch eingenommen. 7 Minuten 38 noch. Eferias Kessel. Die Alsen greifen jetzt natürlich die Sirten an, die alles bei hier bei der Mauer sind. Okay. Dieser Drache, so richtig schlecht animiert. Aber die habt ihr schon mal im Forum, also im deutschen Forum von Gamigo, das Hintergrundbild angesehen. Das ist ja katastrophal ausgeschnitten. Das ist das Coolste. Die nehmen sich wirklich Zeit für uns. Wir Fans sind wirklich sehr, finden die Entwickler und die Publisher, also Gamigo, machen sehr viel für Regnum. Lassen uns nie im Stich, oder? Okay, Sarkasmus aus.
Wenigstens gibt es noch Patches, die uns nichts bringen. Aber es ist halt, ja, sie ist halt schon sehr demotiviert und oh, Hannah Heimann ist auch hier. Ja, die sind wahrscheinlich abgezogen. So. Ich drücke wieder wie ein Profi. Ganze Zeit spammen, die Tasten spammen. Die Tür geht nicht auf, sie ist zu fett. Die ist viel zu fett. Oh, süß siehst du aus. Sicher viel Geld schon ausgegeben, oder? Die haben heil mal. Voll die Investierer. Das sind so Bankier, die mega viel Geld haben und das Spiel einfach alles schenken, so richtig. Nein, nein. Aber es ist... Ich habe es ja auch das gleiche gemacht. Ich habe sogar noch die Frisuren hier. Und der Haarschnitt. Und habe ja das gleiche für eine Woche gemacht, 40 Euro ausgegeben, nur 20 effiziente Euro bekommen im Spiel und ja, 25 waren es oder so, 28 glaube ich, also viel zu wenig. Wir klopfen jetzt den ganzen Tag an dieser Tür und sie heilt mich, obwohl ich keine Heilung brauche. Was sagt die Ignis? Gar nichts. Was die Icken sagen, gar nichts mehr. Die armen Icken sind wahrscheinlich aufgegangen. Also sie merkten, oh, Syrtis greift das Tor an. Komm, wir gehen off. Lassen wir das andere, die anderen machen. Wie wir eigentlich so beim Ding gemachten. Beim Samalfort. Ja, lassen wir die anderen machen und dann ist gar niemand dort. Wahrscheinlich ist gar niemand am Tor gewesen. Tja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Komm, wir gehen nach außen. Wir gehen wirklich nach außen. Gucken mal von außen rein. Okay, sie geht rechts rum, ich gehe links rum und ich kann nicht... Wieso kann ich das Pferd nicht rufen? Wer ist das? Ist da jemand? Nö, ist doch niemand. Ja. Eine Falltür kann man nicht dann angreifen. Nö. Pff. Soll mal jemand kommen? Hey, seid ihr schon abgezogen? Ihr Feiglinge. Wo ist eigentlich der Kristall? Haben sie nicht. Doch haben sie. Aber wo? Hm, es wird nie angezeigt. Wo haben die Syrten den Kristall? Es kommen dann eine Invasion, also so viele Leute, weil sie ja den Stein schützen müssen. Naja, der ist wahrscheinlich schon weg. Nun gut. Liebe Leute, Syrtis hat einen Wunschschrei. Sollen wir hingehen? Also jetzt würde ich wirklich Game Master sein und dann hinfliegen, so richtig schön. Und euch das zeigen, aber als Game Master hat man richtig viele, ja, ja, heil du mal. Als Game Master hat man richtig viele Sachen, die man geheim halten muss und so. Und das wird als Let's Player wahrscheinlich auch nicht gut ankommen. Aber sie fragen jedes Mal, ganze Zeit fragen sie, ob sie Game Master, ob jemand Game Master will. Es will niemand mehr machen, weil das Game ausgestorben ist. Es will keine ein ausgestorbenes Game, ja, Game Master Beruf machen, weil es einfach nichts bringt. Oder es ist eine sinnlose Arbeit langsam, weil die Entwickler enttäuschen uns, die Gamigo Leute. Enttäuschen uns und die Mitspieler enttäuschen uns eigentlich auch sehr viel. Aber
So hat sich Regnum eigentlich entwickelt, so wird es auch zu Ende gehen. Außer eben, ich schaffe das Wunder per Let's Play noch ein bisschen Motivation zu bringen oder den anderen Spielern Motivation zu bringen, aber dafür muss ich auch einen stärkeren Charakter noch haben und alles Mögliche. Es ist schwer, auch für mich, aber ich werde Let's Playen, bis das Spiel einfach offline geht. Dann mache ich ja bei Heaven weiter. Vielleicht wird ja der Charakter importiert, also auf Heaven rüber portiert oder auf andere Server, Ra zum Beispiel. Und dann mache ich dort einfach weiter. Aber ich möchte es dann nicht auf Englisch haben, das Game. Und ich will auch die englischen Spiele auch nicht so. Ja, ich will nicht Englisch sprechen müssen. Ich will nicht gezwungen werden. Ich kann schon ein bisschen Englisch, aber grammatikal ist es wahrscheinlich schlimm für die. Ja. Also leider passiert jetzt gerade nicht mehr so viel. Ich sage jetzt, ich beende jetzt ein Part, level noch ein bisschen und wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Part. Euer Drago Basel. Bye.